Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf WePlay Games for You. Ich bin Sebo und wir spielen weiter mit unserem Druidendeck. Steht 4-2, könnte also jederzeit wieder vorbei sein. Verrückter und schaderweise. Mal gucken, ob wir da wenigstens das diese Folge noch verhindern können oder eventuell auch die übernächste noch. Das wäre doch schön. Denn eigentlich ist das Deck auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. Mal schauen. Ein Krieger, der Thorsten. Garrosch. Sieg oder Tod. Kroko. Okay. Aber wenn schon mal einen kleinen Drop. Krieger brauchen wir eigentlich keinen Silence. Denke ich. So früh. Coin haben wir auch. Das ist super. Sehr geile Starthand. Das gefällt mir. Bitte keinen Eindrop. Bitte keinen Eindrop. Sieht aber fast so aus. Oder? Nee. Grüße. So, Kroko. Kroko, dann mal los. Das ist schon mal ein guter Start für uns, denke ich. Gucken, was er hat. Oh ja, er hat nichts. Noch ein Kroko wäre cool. Ah, nicht wirklich, aber was soll's. Haben wir trotzdem einen Zweitdrop. Jetzt ist das ganz nett, wenn er irgendwas mit 3 HP ausspielt. Legt euch nicht mit Zahn an. Ohne irgendwas anderes hätte ich vielleicht sagen sollen. Ich denke, das ist relativ egal, machen wir ihn trotzdem kaputt. Gucken, ob er einen 4-Drop hat. Deathbite oder sowas. Weiß gar nicht, wie heißt die Waffe in Deutsch? Todesbiss oder sowas? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, das ist richtig gut. Oh Mann, ist das bitter für ihn. Richtig bitter. Okay. Ich habe aber nicht vor, irgendwas zu traden. Deswegen behalten wir die Kultmeisterin erstmal noch auf der Hand. Ist natürlich jetzt nicht so super Mana-effektiv gewesen, dafür aber sehr kartenfreundlich, weil wir im Prinzip 2-0 getradet haben. Sludgebelcher? Okay. Oh, da ist der Silence. Kommt ja eigentlich im richtigen Moment. Ich denke, wir silenzen den und rennen weiter ins Face. Lassen ihn quasi erstmal traden. Und dann können wir uns immer noch für eine Route entscheiden, wie wir den Sludgebelcher killen. Ah, das ist natürlich ein bisschen kacke. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Ziehen wir eine Karte. Oder beides. Geben natürlich jetzt so ein bisschen die Board-Control auf dadurch, aber wir können es halt durch den Swipe und Co. einfach wieder gewinnen. Rampage, okay. Jawohl, das ist gut, das können wir nämlich den Swipe gut ausspielen, so langsam. Soll ich noch nicht mal sicher bin, ob ich swipen will? Doch, ich will swipen. Will ich swipen? Ja. Gibt einfach keinen anderen guten Modus. Ich habe ein bisschen Angst nach den letzten Folgen, dass ich sie halt zu früh benutze. Und ich quasi mehr rausholen könnte. Irgendein Scheiß, bitte. Das ist ziemlicher Scheiß.
Was ist das denn? Okay. Könnte ihn töten, aber mir gefällt die Route besser. Fürs Erste. Gucken, ob er einen Wirbelwind oder sowas hat. Ich denke, den hätte er bei letzter Runde dann schon gespielt, oder? Ne, hätte er nicht gekonnt. Okay, mal gucken. Wegen dem Rampage, wegen dem Charge. Kostet 3 Mana. Okay. Macht ihn kaputt, das ist aber nicht schlecht für uns. Wenn er ihn angreift und angreift, weil dann können wir mit dem Ruff den finishen. Das ist super easy. Das macht keinen Sinn, warum hat er das gemacht? Das war falsch herum. Das war Blödsinn. Oh mein Gott, der ist scheiße. Herrlich. Okay. Immer einen Schaden. Nicht genug, glaube ich. Ich kann ihn buffen, angreifen und dann für 1 ruffen. 6 Mana weg, schätze noch 3, bringt mir nicht viel. Wenn ich angreife und Ruff spiele, habe ich 7 Mana, könnte quasi den und Hero Ability spielen. Wäre mir eigentlich ganz gut. Gerechtigkeit wird siegen. Machen wir das mal so. Er hätte halt ihn jetzt schon weghaben können, hätte er es richtig rumgespielt. Und er hätte dieselben Karten aus mir rausbekommen. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Der ist egal. Ein Wirbelwind, nicht so gut. Warum hat er den ausgespielt? War er ein Rampage oder was? Die einzige Erklärung, warum er den ausgespielt hat, dann den Wirbelwind gespielt hat, abgesehen davon, dass es ein Display war, ist, dass er einen Rampage hat. Ziehen wir erstmal eine Karte. Die hätten wir auch ruhig mal vorher ziehen können. Silbermond wird nicht fallen. Ich denke, der gefällt mir besser als ein zweiter Yeti. Weil der schwerer zum Entfernen ist. Aktuell zumindest. Oh, okay. 14 Damage in einem Zug ist natürlich nicht wenig. Aber das kann er halt nicht mal machen. 9 HP. Und er eigentlich müsste er tot, könnte tot sein. Und er hat einen Rampage, genau wie ich gedacht habe. Dadurch, dass er nicht aufgeahmt hat, ist er tot. Das soll eine Waffe sein. Erinnert euch an Keltalas. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir sogar eine Quest beendet und wir sind auf jeden Fall bei 5 Siegen. Mal gucken, ob wir den 6. auch noch hinkriegen. Das wäre super, super gut. Dann geht es nämlich in der nächsten Folge immer noch weiter. Das wird mir gut gefallen. Aber wir hatten eben natürlich einen super Start. Viel besser hätte der Start nicht laufen können. Okay, würdiger Gegner gefunden. Schamane. Eure Zeit ist gekommen. Ich denke, wir behalten nur den 2. Der Rest geht weg. Ist halt alles Mist sonst. Haben wir schön einen 2-Drop bekommen, das gefällt mir ganz gut. Er spielt nichts, das ist auch nicht schlecht. Das heißt allerdings, dass jetzt wahrscheinlich schon ein 3-Drop kommen kann. Ich hoffe, dass es irgendwie ein Ghoul oder sowas ist. Oder einen Anbauen wäre nicht so geil. Rockbiter. Das ist sehr seltsam. Keine Münze, Rockbiter, Angriff. Strange.
Und ich habe halt irgendwie auch nichts. Das ist ein krasses Match, denke ich. Nix gegen nix. Wer gewinnt das Battle? Er hat immer noch die Münze. Das heißt, kann jetzt. Okay, kommt kein Vierdrop. Auch wenn er mit dem 1-1er das Schild brocken kann, ist es trotzdem nicht verkehrt. Ist er dann trotzdem einen 1-1 Trade. Ist besser, als wenn ich jetzt die Hero Ability spiele und wieder nichts mache oder das Wrath verschwende dafür. Bringt mir halt auch nichts. Ja, damit bin ich okay. Da bin ich mit okay. Drei-Drop wäre gut. Ein 4-Drop, damit kann ich auch leben. Ich denke, wir müssen das Swipe relativ lange aufbehalten. Das ist so mein Plan aktuell für das Match. Aufgepasst! Coin, dafür hat er es aufbehalten, aber was würde er zuspielen? Zu lernen. Blitzschlag, okay. Ich bin bereit zu lernen. Ich glaube, mein Plan mit dem so lange wie möglich aufbehalten ist gerade gestorben. Macht aber nichts, weil das. Oder? So, wir warten noch eine Runde. Eine Runde geht noch, denke ich. Gucken, ob ich richtig lag. Wenn er die ganzen 1-1er wegtradet, das ist auch okay für mich. Gucken, ob er noch mehr Zauber hat. Ein Hex oder sowas könnte ich mir vorstellen. Dann hätten wir aber Weg frei für die Sunwalker-Tante. Für die Sonnenläuferin. Kampfrausch. Kann ich mitleben. Denke ich. Nimmt die 5 Schaden. Das hätte ich, denke ich, nicht gemacht an seiner Stelle. Mal gucken, ob es sich für ihn bezahlt macht. So, jetzt machen wir auf jeden Fall das. Ich denke, ich will nicht noch mehr Schaden nehmen, deswegen machen wir das so. Das war's. Jetzt will ich nicht viel mehr Schaden nehmen. Aber es ist natürlich auch schon bitter, dass er da tatsächlich den Kampfrausch gehabt hat. Das war so eine Karte, mit der ich nicht unbedingt gerechnet habe. Aber was soll's, kann man nicht ändern. Sieht ja trotzdem relativ ähnlich aus. Mana-Flut-Totem ist egal. Der ist ein bisschen kacke. Auf in die Schlacht! Der ist okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das genau zu Ende spielen. Das ist super. Ich denke, dann werden wir den spielen. So, hier rauf. Wenn das machen, den töten und dann den spielen. Dann werden das Mana-Flut-Totem erstmal eine Runde liegen lassen. Erstmal. Wir hätten es natürlich töten können mit dem Wrath, aber ich denke nicht, dass das jetzt ausschlaggebend ist. Bringt eure Toten. Okay. Könnte natürlich ausschlaggebend werden. Das ist die Frage, wie spiele ich das? Ich habe die Möglichkeit, ihn zu töten. Hätte dann 3 Mana übrig. Könnte das hier quasi noch spielen. Das war's aber. Ziehen wir erstmal eine Karte. Terrorwolf Alpha. Der bewirkt jetzt eigentlich nichts. Hey, gib mir das! Hey, gib mir
Hey, gib mir das! Hat er wirklich einen Death Rattle, Karl? Scheiß drauf, wir riskieren's. Ich denke, so ist, haben wir eher die Chance zu gewinnen. Feuerhehle. Okay. Okay. Das ist super. Damit können wir nämlich das Feuerhehle vertöten. Für 4 Mana. Können wir nicht. Dank dem Dings, dank dem Totem. Ich meine, wir können schon. Fällt mir die Route aber nicht. Machen wir das mal so. Oh yeah. Komm schon, wir müssen jetzt noch eine Runde überleben irgendwie. Wenn der Damage hat in der Hand, haben wir leider verschissen irgendwie. Kein Problem. Kein Problem. Das ist gut, das hat er Mistblade. Aber vielleicht hat er uns trotzdem tot und tut nur Drollen. Sieht nicht so aus. Als ob dem so wäre. Okay. Okay. Der bewirkt leider nicht genug. Die Wahrheit ist mein Schild. Eure Magie wird euch nicht treffen. Macht im Prinzip keinen Unterschied, ob ich silence oder ob ich ihn silence. Wenn ich ihn silence, kriege ich das gekillt und dann ist es immerhin weg. Deswegen gefällt mir das so besser, als das Totem an sich zu silenzen. Airchock, fuck. Das kann jetzt unser Tod sein. Oder? Oder? Erdelementar. Ah, oh mein Gott, aber er kann nicht angreifen, weil er keine Waffe hat. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wie kriege ich das jetzt hier auf die Reihe? Wie kriege ich das auf die Reihe? Denken. Ich könnte es den da drauf spielen, zum Beispiel. Könnte den killen. Könnte den ausspielen. Könnte den killen. Könnte den killen. Und er hätte einen Damage übrig. Ich denke, das ist die Route, die ich gehen werde. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Werd das hier. Aber dann natürlich auf den 5-3er spielen. Macht aber gar keinen Unterschied, eigentlich. Wird den traden. Den da rein traden. Den da rein. Jetzt muss ich hoffen, dass er nichts zieht, was direkten Damage macht. Er muss einen Minion ziehen. Er muss einen Minion ziehen. Und? Okay. Er hat kein Damage gezogen. Was hab ich? Ich hab 11. 12. Reicht noch nicht. Okay, es reicht noch nicht. Ich könnte auf einen Draw gehen, indem ich den Gaddon spiele. Tretet bei oder sterbt oder beides.
Silbermond wird nicht fallen. Macht es einen Unterschied, ob ich das Totem töte oder nicht? Eigentlich nicht. Für die Wildnis. Ich will verspielen auf den Sieg und lassen das mit dem Draw. Wenn wir Pech haben, verlieren wir. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir. So einfach ist das. Zeit für ein bisschen das ist schon mal okay. Wer ist der Nächste? Erinnert euch an Keltalas! Was glotzt denn so? Für die Wildnis. Wenn ihr keinen Spott-Totem bekommt, gewinnen wir. Den Damage kriegen wir so oder so, selbst wenn wir es nicht wegmachen. Oh Mann! Was ein Match! Er gibt auf! Er gibt auf! Oh, wie gut war das? Gut, dass wir nicht auf den Draw gegangen sind. Weil hätten wir Gaddon in dem einen Turn gespielt, hätten wir den Draw sicher gehabt. Ich denke, das war ein richtig cooles Match. Haben wir richtig gut gespielt. Puh! Die Frage ist halt, warum hat er da aufgegeben? Ich hatte noch nicht wirklich den Kill, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Naja, gut. Ja, machen an der Stelle natürlich einen Cut. War cool, 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 muss ich sagen. Freue mich auf eure Kommentare zu dem Match. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.